Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Eintracht Braunschweig kämpft in der dritten Liga gegen den Abstieg. Urheberrecht Getty Images. Eintracht Braunschweig vermeidet in letzter Sekunde eine Niederlage gegen die Münchner Löwen. Halle holt in Unterzahl ein Remis, Cottbus siegt kurios. Der hallische FC hat seine Chance auf Relegationsrang 3 in der dritten Liga gewahrt. Der HFC erreichte bei der SPVGG Unterhaching ein 0:0 und rückte bis auf 2 Ziele an den SVW in Wiesbaden heran, der Position 3 belegt. Dabei musste Halle nach der roten Karte für Toni Lindenhahn nach einer Notbremse, 24. 66 Minuten in Unterzahl spielen. Tabellenführer VfL Osnabrück und der schärfste Verfolger Karlsruher SC, gegen wen, sind erst am Montag bzw. Sonntag im Einsatz. Der abstiegsgefährdete Ex-Bundesligist Eintracht Braunschweig erkämpfte sich gegen Aufsteiger 1860 München ein 1:1, 0:0. Philipp Steinhardt, 68. gelang das Führungstor für die Münchner Löwen. Julius Düker, 90. traf zum 1:1. Hansa Rostock verbesserte sich durch ein 3:1, 2:0 gegen den FSV Zwickau auf den 5. Platz. Allerdings beträgt der Rückstand auf Halle 5 Zähler. Merve Biancardi, 14. 24. brachte mit einem Doppelschlag in Halbzeit 1 die Norddeutschen auf die Siegerstraße. Davy Frick, 67. gelang das 1:2 für den FSV erneut. Biancardi, 69. stellte den alten 2-Tore-Abstand wieder her. Würzburg feiert Heimsieg gegen Münster. Die Würzburger Kickers gewannen ihr Heimspiel gegen Preußen Münster mit 3:2, 1:0 und liegen damit weiterhin in Lauerstellung zur Spitze. Kanigia Elva, 44. und Patrick Breitkreuz, 52. schossen einen 2:0 Vorsprung der Mainfranken heraus. Cyril Akono, 57. gelang das Anschlusstor. Dominik Baumann, 78. traf für die Kickers. Martin Kobilanski, 82. gelang das erneute Anschlusstor für die Münsteraner. Im Kellerduell kam Energie Cottbus gegen Fortuna Köln nach spannendem Spielverlauf zu einem 4:3, 2:2. Jürgen Jasula, 7. Foul-Elfmeter und Marcelo de Freitas Costa, 23. schossen die Lausitzer in Halbzeit 1:2 mal in Führung. Die Kölner Südstädter kamen jedoch durch Robin Scheu, 20. und Moritz Fritz, 42. Foul-Elfmeter, jeweils zurück. Fritz traf dann auch zum 3:2 für die Fortuna, 73. Fabian Holthaus, 80. und Streli Mamba, 86. sicherten dann den Sieg für den FC Energie. Der SV Meppen gewann das Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großasbach nach Rückstand mit 2:1, 0:1. Punkt. Nick Poschwitz, 54. 61. sorgte für die Wende, nachdem Makana Baku, 45. 2 die Gäste in Führung gebracht hatte.